Wir haben unser Ziel erreicht. Und woher wir das wissen? Na, weil es da drauf steht. Herzlich willkommen bei der Hobbyfamilie. Wir sind in Kroatien und auf dem Weg zum Fledermaushotel. Das Fledermaushotel ist allerdings kein Hotel, sondern ein Restaurant oder eine Konoba oder ich weiß gar nicht, wie die sich selbst bezeichnen. Auf jeden Fall etwas sehr, sehr Außergewöhnliches hier in Drage zwischen, ich weiß nicht, sieht man bestimmt nicht da vorne, zwischen dem Vraner See und, das sieht man auf gar keinen Fall, auf der Seite das Adriatische Meer. Und ja, ist so ein kleiner Geheimtipp, obwohl es wissen so mit den Jahren jetzt nach und nach immer mehr Leute davon. Aber trotz allem gibt es immer wieder genug Leute, die sagen, was ist das denn, Fledermaushotel? Und hier geht man jetzt auch schon komplett an den Weinreben dran vorbei und Olivenbäume und keine Ahnung, was die noch hier alles haben. Alles selbst angebaut, auch selbst verarbeitet und es gibt hier auch nur Getränke, die selbst hergestellt werden. Unter anderem Schnaps und Likörchen und dann ja, Zitronenwasser, Holunderwasser und viele andere Leckereien. Aber gut, was jetzt nicht hier an den eigenen Bäumen wächst, auch was essen wir heute? Spanferkel. Es gibt nämlich auch Spanferkel. Jeden Samstag. Und wir sind jetzt zum Spanferkelessen hier. Nehmt euch mit. Ich wette, das wird gut. Ganz bestimmt. Platz angekommen, den wir uns vor einer Woche reserviert haben, mit traumhafter Aussicht. Und jetzt haben wir uns erstmal das leckere Holunderwasser bestellt und hier steht schon der Schnaps bereit und ja, jetzt können wir es uns gut gehen lassen. Hier Zitrone aber rein, Mama. Ich kann das nicht abschätzen, du hast ein Minzblatt. Also das Holunderwasser schmeckt einmalig lecker, oder? Ja. Ist der Hammer, richtig cool. Mit ganz vielen Eiswürfeln, richtig erfrischend. Und jetzt, bevor es hier ans große Fressen geht, habe ich gesagt, oh, okay, wir wollten gerade ins Wasser. So, da kam die Vorspeise schneller als gedacht, aber die haben wir jetzt weggeschlemmt und Levi kann es gar nicht abwarten, dass wir hier in den See können zum Baden und ja, jetzt planschen wir mal ein bisschen. Also ich nicht, aber ja. Das war's erstmal. Kurze Schwimmpause. Sabrina hat gerade Bescheid gesagt, dass Salat gekommen ist. Und jetzt möchte ich auch mal zuschlagen, weil die Käseplatte war jetzt nicht so meins. Aber Salat nehme ich. Bitte nicht noch mehr Salat. Ja, wir haben jetzt unsere Getränke bekommen. Wir haben unseren Aperitif gehabt. Nee, wie heißt das? Unsere Vorspeise. Wir hatten Salat und in der Zwischenzeit ist hier so ein extremer Wind aufgetaucht, dass selbst der See Wellen schlägt. Voll heftig. So, ich nutze mal noch die kleine Pause, während wir auf der Spanferkel warten, um hier noch mal ganz kurz eine kleine Runde zu machen. Man findet hier nämlich auf dem Gelände überall richtig viele alte Sachen. Zum Beispiel hier ein komplett, naja, schon halb zerfallenes Feuerwehrauto, ein alter Unimog hier vorne
auch viele andere Dekosachen, Schubkarren, Fässer und ich weiß nicht was alles. Teilweise richtig schön dekoriert und richtig toll gemacht. Und es gibt außerdem hier sogar auch ein paar Stellplätze für Wohnmobile oder eventuell auch für Wohnwagen. Die haben aber keine offizielle Webseite, soweit ich weiß. Ich glaube, man kann sich hier nur telefonisch oder per WhatsApp oder so melden und dann hier vorne eventuell den Stellplatz klar machen. Und je weiter ich runterkomme, desto mehr Wind kommt jetzt schon wieder. Ziemlich cool finde ich auch die Außenduschen mit Seeblick. Der Spanferkel ist da, wir können essen. Und was ist das daneben? Sauerkraut. Sauerkraut, ne? Sauerkraut. So, das Windferkel ist verspeist. Ja. Das war jetzt sehr anstrengend. Da kann aber keiner was dafür von denen, die hier arbeiten. Das Spanferkel war super lecker, ne? Ja, hat wirklich gut geschmeckt. Ja. Und dazu gab es Sauerkraut, Brot. Als Vorspeise war das Käse mit Schinken. Schinken, schwarze Schwarzwälder, ne? So geräucherte. Ja. Und was war das? Eine Knobi, irgendwas Kräuterquark. Kräutermäßig, aber nicht. Irgendwas Knobi. Zum Brot. So. War gut. Ja, das Leckerste ist der Holundersaft. Holundersaft. Ja. Und Zitronensaft ist auch lecker, ist auch erfrischend. Aber der Holundersaft ist auch sehr süß. Also man muss den auch umrühren am besten, weil sich das Süße unten absetzt. Ja, war super. Also wirklich, wir haben jetzt bezahlt pro Person 200 Kuna pro Portion Spanferkel, aber wir haben zu sechst wegen den Kindern nur 4 Portionen genommen. Was wir aber nicht selber entschieden haben, sondern die entschieden haben, als wir letzte Woche hier waren, haben wir ja vorbestellt, persönlich, und dann haben die von sich aus gleich gesagt, mach mal 4. Und wir haben es nicht geschafft. Nee. Ja? Nach der ersten Platte haben wir gedacht so, ja, wir hätten noch was haben können, aber viel nicht, ne, war okay. Und dann holt sie auf einmal noch eine zweite Platte. Das war dann zu viel. Ja. Ja, also super, kannst dich richtig satt essen hier und ach, die Kruste und wie es gewürzt war. Und, oh, einfach geil. Echt lecker. Ja, wir wollten den Abend hier eigentlich verbringen und etwas längeres Video daraus machen. Das wird leider nichts. Oh, ist das warm hier im Auto. Hier im Auto ist heftig wieder. Ne? Hier im Auto ist heftig, aber da draußen ist es leider nicht wirklich angenehm. Der Wind ist so heftig, ja. Aber nur hier vorne am See. Sobald wir jetzt ins Binnenland da vorne wieder kommen, da wird das ruhiger. Ja, war letzte Woche nicht so. Ist Zufall. Es soll ja auch noch stürmen heute Nacht, aber eigentlich erst heute Nacht. Dadurch war es jetzt ein bisschen unangenehm, aber grundsätzlich, wir waren ja letzte Woche schon mal da. Da können wir euch ein paar Bilder zeigen. Da haben wir natürlich auch schon mit der Kamera rumgeschwenkt. Das war traumhaft. Das war einfach traumhaft. Schön. Also so eine Aussicht beim Essen und Trinken zu haben, Hammer. Einfach geil. Da fühlt man sich wie im Urlaub. Ja, genau. Und normalerweise wäre die Brise, die hier so ein bisschen weht, auch sehr, sehr angenehm. Allerdings war das schon mehr als eine Brise. Und Sabrina hat sich den Sauerkraut sogar in den Mund wehen lassen. ja, und dann wird es irgendwann auch anstrengend. Ne? Ja, vor allen Dingen hört man nichts. Also wenn man sich unterhalten will, man muss immer was? Ja, man schreit sich an. Ja. Insofern kann ja hier keiner was dafür. Fledermaushotel, Ausblick, Getränke, Essen, Freundlichkeit, alles super top. Deutschsprachig, Hammer. Einfach geil. Super empfehlenswert. Dann zeigen wir euch jetzt noch ein paar Bilder. Hören jetzt auf zu quatschen. Video ist vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.